Erst waren wir im Tempel, dann auf Skull Island. Jetzt gehen wir mit Penny Papers auf Exkursion und zwar in das Tal von Viracocha. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zum abschließenden und letzten dieser drei Parts von Penny Papers Adventures. Ein Spiel von Henry Kamarek bei Sit Down Games erschienen, eine Neuheit 2018. Ein kleines Roll and Ride und wie sich das spielt, zeige ich euch jetzt zusammen mit den Regeln anhand eines kleinen Solo-Let's Plays und dann sehen wir uns hier zum abschließenden Fazit. Willkommen im Tal von Viracocha. Wie in den anderen Teilen fangen wir erstmal an, indem wir hier unsere Initialen in die linke obere Ecke schreiben. Auch hier wird wieder gewürfelt und es kann entweder ein einzelnes Würfelergebnis oder die Summe aus zwei oder drei Würfeln in eines der Felder eingetragen werden. In diesem Fall entweder eine 3, eine 4, eine 5, eine 7, eine 8, eine 9 oder eine 12. Wie auch in den anderen Spielen gibt es Penny Papers, unsere mutige Forscherin. Sie ist ein Joker und man darf eine Zahl von 1 bis 15 nach den Regeln in seinem Tal eintragen. Wichtig ist, wir starten an einem der Randfelder und erkunden dann das Tal, das heißt immer angrenzen. Wobei angrenzen, wenn wir jetzt dieses Feld hier betrachten, alle Felder wären auch die Diagonalen. Also wenn wir hier in der Mitte sind, hätte jedes Feld bis zu 8 maximal benachbarte Felder tatsächlich. Neben Penny Papers könnte aber der Spieler hier auch noch zusätzlich eine 3, 4 oder 7 eintragen. Das ist hier ganz anders als in den anderen zwei Parts. Darauf muss man achten, das ist so ein bisschen anders. Wichtig wäre auch, sollte Dakota Smith, Pennys treuer Begleiter, der im Tempel seinen Dietrich zur Verfügung gestellt hat, auf Skull Island sein Segelschiff, ja, er baut uns jetzt hier Gebäude, entweder so ein Tipi, eine Statue oder so ein Bergwerk, eine Mine. Und in diesem Fall dürften wir eine 4 eintragen, eine beliebige Zahl von 1 bis 15 und eines der Bauwerke. Wenn wir eines der Bauwerke eintragen, kreuzen wir das hier ab, weil man darf jedes Bauwerk nur einmal tatsächlich auf seinem Plan haben. Das heißt, jetzt ist es nicht eine Zahl pro Runde, die eingetragen wird, sondern tatsächlich bis zu 3. Blöd wird's, wenn wir diese Schlange würfeln. Das ist ein Gefahrensymbol und dann werden alle anderen Würfel ignoriert. Wir geben unser Blockblatt in die Mitte, bekommen zufällig ein anderes und malen einem Spieler eine Schlange auf. Was für ein Problem bringt die Schlange mit sich? Ganz einfach, die Schlange gibt, wenn sie gemalt ist, angrenzend die maximale Minuspunktzahl. Das heißt, wenn 9 die höchste angrenzende Zahl ist, dann gäbe es 9 Minuspunkte. Achtung! Falls ihr die anderen beiden Teile gesehen habt, dann werdet ihr jetzt sagen, hey, eine angrenzende 9 entschärft doch bestimmt die Schlange. Nein. Sollte im Laufe des späteren Spiels eine 9 möglich sein oder durch Penny Papers eine 9 möglich sein, so dürft ihr sagen, ich nehme eine 9. Also das wäre vorhin keine 9 gewesen, das stelle ich gerade fest. So wäre es eine 9 zum Beispiel oder so. So dürft ihr eine Schlange durchstreichen. Das ist ganz, ganz wichtig und ist auch anders als in den anderen zwei Parts. Und deswegen muss man da einfach nochmal explizit darauf hinweisen. Dann erkundet ihr das Tal. Ihr findet Urwaldfelder, ihr findet Städte, ihr findet solche Bergformationen oder aber Pyramiden. Wir fangen mit dem einfachsten an. Jedes Urwaldgebiet gibt am Ende des Spiels 5 Siegpunkte. Ein Urwaldgebiet besteht aus 5 zusammenhängenden Feldern, die alle 5 unterschiedliche Zahlen aufweisen. Eine Stadt besteht aus 4 gleichen Feldern, die benachbart zueinander sind. Ein Gebirge aus 3 benachbarten Feldern, die jeweils eine 6 oder höher aufweisen, gibt am Ende des Spiels für jede Dreierkonstellation 7 Punkte. Und eine Pyramide besteht aus einer pyramidenförmig angeordneten Konstellation aus Zahlen jeweils 10 oder höher. Gibt aber auch fette 15 Punkte am Ende des Spiels. Wer sein Tal komplett erkundet hat, bekommt 7 Bonuspunkte.
Des Weiteren gibt es 2 Bonuspunkte für jedes Urwaldfeld angrenzend an die Hütte. 2 Punkte für jedes Stadtfeld angrenzend an die Statue. Das heißt, man kann da auch so ein bisschen um drumherum bauen. Und 2 Punkte für jeden Berg angrenzend an die Mine. Ich zeige das einfach hier einmal, wie das aussehen kann anhand vom Regelwerk. Also man kann auch tatsächlich versuchen, so eine Stadt um eine Statue drumherum zu ziehen oder so ein Urwald drumherum zu ziehen. Und ihr werdet es dann auch gleich im Solo-Let's Play sehen, wie sich das Ganze spielt. Wichtig ist, es darf immer nur ein Gebiet am Ende der Runde tatsächlich entdeckt werden. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier einen neuen Eintrag mit der 9 und mit Penny noch was reinschreibe und dadurch vielleicht eine Bergformation und eine Stadt entdecken könnte, muss ich mich für eines entscheiden. Ich darf immer nur eines pro Runde tatsächlich entdecken. Eine kleine Abänderung gibt es im Solo-Spiel. Es wird über 25 Runden gespielt, also jede Runde wird hier eine dieser Bubbles seitlich abgestrichen. Finde ich persönlich nicht besonders toll, aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es geht. Penny Papers und eine 8. Ich kann jetzt natürlich hier direkt in Richtung einer Bergformation spielen oder in Richtung Stadt. No, wir wissen es noch nicht, was so wirklich was taugt. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, hier oben eine Pyramide hinzubekommen. Das heißt, hier trage ich eine 10 für die Penny Papers ein und ich trage einfach mal eine 5 ein. Das war der erste Würfelwurf. Und jetzt habe ich schon eine Gefahr und ich muss diese Schlange jetzt angrenzend an ein gerade eben eingetragenes Feld eintragen. Das heißt, ich male die natürlich neben die 5 und nicht neben die 10. Penny und 1, 3 oder 4, dann malen wir hier eine 10 hin und hier eine 4. Das wäre eine 13, das ist natürlich jetzt sehr cool. Die schreibe ich mir hier rein. Eine 4 oder 3, ich schreibe mir eine 3 hier hin. Penny und 2. Schreibe ich mir natürlich eine 2 hier rein und schreibe mir für die Penny eine 10 hier oben rein. Ihr merkt, ich mache das extra mit den niedrigstmöglichen Zahlen. Jetzt kann ich hier eine Pyramide entdecken und das sind natürlich schon mal am Ende des Spiels 15 Punkte. Warum schreibe ich mir jetzt hier keine 15 für die Penny rein? Wird ja auch mit der Pyramide funktionieren. Dann habe ich einfach das Problem, dass da eine Schlange viel zu negativ wäre. So, und jetzt seht ihr, ich habe vergessen, die Bubbles durchzukreisen. Und jetzt geht es nämlich schon los und das ist mein Manko am Solospiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal was eingetragen. 2 Mal war eine Penny dabei, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, es sind 7 Eintragungen. Habe ich jetzt echt schon 7 Mal gewürfelt? Ich werde es in der Kamera natürlich beim Schneiden nachher rückverfolgen und mir dann in den Hintern beißen, wenn es nicht so ist. Das wäre jetzt eine 9, die könnte ich jetzt natürlich hier durchstreichen. Ich könnte natürlich jetzt aber auch hergehen und sagen, nö, brauche ich noch nicht unbedingt. Ich kann hier ein bisschen zocken, kann theoretisch die 12 eintragen. Wichtig ist, die Pyramiden müssen nicht in die gleiche Ausrichtung sein. Ich kann jetzt also die nächste auch auf den Kopf stellen. Mit der Penny trage ich mir hier eine 10 ein, mit der Kodath Miss, ah, das war jetzt übrigens hier dieser Wurf, mit der Kodath Miss, ihr merkt, ich mag das eigentlich gar nicht mit diesem Abkreuzen, mit der Kodath Miss male ich mir hier ein Hütchen rein und dann könnte ich mir ja jetzt noch eine 5, hier gibt es eh schon 5 Minuspunkte für, weil die höchste angrenzende Zahl, male ich mir hier noch eine 5 an. Das wäre 11. Die trage ich mir natürlich direkt hier oben in Pyramidennähe ein. Das wäre eine 9. Würde ich mir jetzt aber hier als 6 eintragen. Und jetzt seht ihr hier, habe ich fünf Urwaldfelder, die zusammenhängen und lauter unterschiedliche Zahlen aufweisen. Ich dürfte jetzt ein, was mit der Code of Miss, was, boah, ja, was machen wir denn? Ich glaube, ich gehe mal her und male mir hier eine 3 rein. 1,
So, 3, 4, 5 hier rum. Nee, ich male mir hier eine 3 rein und hier male ich mir dieses Minensymbol hin. Das war jetzt natürlich das. Ich hoffe, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Passt mal da auf. Weil ich sag ja wirklich, das mit dem Markieren, mir gefällt das eigentlich nicht so wirklich. 13. Wurf war ja klar. Jetzt habe ich gerade die 13 hier oben hingemalt, ne? Beziehungsweise die 11. Habe ich die 11, die 13? Egal, ich male jetzt einfach die Schlange hier rein. Dann kann keiner sagen, ich hätte es falsch gemacht. Oh, die nächste. Neun. Das heißt, ich streiche mir jetzt eine Schlange durch. Das war der Wurf. Jetzt kommt der hier. Das wäre eine 7, die schreiben wir hier rein. So, das wäre eine 5, 3, 2, 1, das wäre der Wurf. Schreibe mir hier mal eine 1 hin. 1, 2, 3, 5, ja. Das wäre dieser Wurf, da schreiben wir super. Hier eine 5 hin und mit der Penny eine 9 hier hin. 8, 7, 6. Das ist dieser Wurf. Mit der Penny eine 6 und zusätzlich eine 2. Und jetzt habe ich hier meine Insel mit drei Bergen. Und das war jetzt dieser Wurf, wenn ich mich nicht irre. Das ist echt nicht ohne. Liebe Freunde, das ist nicht ohne. Jetzt trage ich hier eine 7 ein. Und hier male ich mir mal so eine Statue hin. Jetzt habe ich auch alle drei. Schreibe ich hier eine 4 hin. Warum? Ganz einfach. Jetzt habe ich hier wieder ein abgeschlossenes Urwaldgebiet. Noch zwei Würfe, da ist nicht mehr viel. Jetzt kann ich mit der Penny theoretisch mir hier eine 7 eintragen und könnte mir mit der 9 diese Schlange hier oben durchstreichen. Das wären nämlich 11 Minuspunkte. Das Problem ist, dass man für diese Schlangen gar keine Vergütung bekommt, wenn man die ausschaltet. Jetzt habe ich hier noch eine Stadt gefunden. Und dann müsste es jetzt schon der allerletzte Wurf sein, wenn ich das richtig gemacht habe und der Würfel hier brennt, das ist natürlich klasse. Bringt mir aber soweit auch ehrlich gesagt nichts mehr. Außer dass ich jetzt die Penny nutzen kann, um mir hier noch die Schlange durchzustreichen und mir hier noch eine 4 zum Beispiel einzutragen. So, jetzt sind wir schon punktetechnisch am Ende. Wir tragen also ein. Zweimal diesen Dschungel gibt jeweils 5 Punkte, wären hier 10 Punkte. Die Stadt, die wir hier gefunden haben, bringt uns 6 Punkte. Die Berglandschaft, eine davon, bringt uns 7 Punkte. Mehr haben wir ja nicht. Und die Pyramiden, zwei Stück an der Zahl, wären fette 30 Punkte. Das Ganze addieren wir jetzt ganz kurz zusammen. Sind wir bei 53. Die schreiben wir hier rein. Das ist schon mal ganz solide eigentlich. Sieht zumindest mal so aus auf den ersten Blick. Umliegend hier für ja, Dschungelfelder 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 2 macht dann stattliche 12 Punkte. Dazu kommen 4 Stadtfelder, macht 8 Punkte. Gebirgsfelder 3 Stück macht 6 Punkte, wäre hier 26 Punkte. Keine Minuspunkte durch Schlangen,
Das ist doch mal eine schöne Punktzahl. 79 Punkte erreicht. Und jetzt schauen wir natürlich hier mal rein. Mit 89 Punkten sind wir noch Tourist. Aber da das Tal von Viracocha so ein lebensfeindliches Gebiet ist, musst du pro Schlange, die ins Tal kommt, 4 Siegpunkte weniger erreichen, um den entsprechenden Rang zu erreichen. Einschließlich die Schlangen, vor denen du entkommen bist. 3 Schlangen sind es bei uns. 1, 2, 3. Das heißt 12 Punkte weniger. Das heißt nämlich mit 78 Punkten hätte ich das Pfadfinder-Level. Liebe Freunde, wir sind Pfadfinder. Ich hoffe, ich habe nicht vergessen, hier links was abzukreuzen oder habe zu viel abgekreuzt. Zählt mal nach und schreibt in die Kommentare: Mensch, Benny, lern doch einfach zählen. Das war das kleine Solo-Let's Play. Hinten drauf wäre ein etwas schwierigerer Plan. Der ist solo gar nicht so leicht zu meistern. Und jetzt kommen wir zu einem kurzen abschließenden Fazit. Penny Papers, eine Dreierreihe von kleinen, schönen Roll-and-Ride-Spielen. Das geht gut los, das ging besser weiter und jetzt hatte ich riesen Erwartungen an das Tal von Viracocha. Ja, wenn ein Spiel so gut anfängt, wenn es eine so gute Fortsetzung hat, dann erwarte ich viel. Ja, dann erwarte ich vielleicht auch zu viel und da wurde ich ein bisschen enttäuscht. Ja, die Komplexität steigt nach und nach. Aber hier finde ich die Komplexität fast schon ein klein bisschen aufgesetzt. Ein klein bisschen zu viel des Guten und gleichzeitig zu viel Unübersichtlichkeit. Nicht, wenn man es zu zweit, zu dritt, zu viert spielt, aber ganz besonders, wenn man es alleine spielt. Dieses Abkreuzen oder Abstreichen dieser Bubbles hier am Rand, das vergisst man leicht. Da kommt man schnell irgendwo, bekommt man Probleme, weil man es einfach übersieht und dann fängt man wieder an nachzuzählen. Wie viele Penny Papers hatte ich jetzt eigentlich? Wie viele Gefahren durchzählen? Oh, ich habe doch 2 vergessen wieder durchzustreichen. Man muss da einfach total aufpassen, das finde ich einfach schade. Hier haben wir schöne definierte Ende, das macht Spaß. Und hier haben wir so ein, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu oft würfel. Und irgendwie sind die Punktzahlen hier auch, boah, extrem frustrierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ich es so recht beschreiben soll. Ja, ich habe da so ein bisschen, ja, ich bin da so ein bisschen verhalten. Die anderen 2 haben sich einfach super geeignet für die Kaffeepause. Das ist für die Kaffeepause ein Tick zu lang, es ist ein Ticken zu komplex. Es neigt dazu, oder die Spieler am Tisch neigen dazu, dass man zu viel drüber grübelt. Und das macht es doch dann nach und nach kaputt. Schade eigentlich, weil es könnte ein schönes Spiel sein. Es könnte ein schönes Spiel sein, wenn es ein bisschen klarer strukturiert wäre. Wenn man eben nicht die 25 Mal ankreuzen müsste. Wenn man einfach diesen Solo-Modus anpassen würde in komm, spiel dein Tal voll, aber du kriegst keine 7 Bonuspunkte für dein volles Tal. Ganz einfach daran krankt es für mich so ein klein bisschen, dass ich sage, Solo kann das bei mir nicht punkten. Von der Komplexität ein Ticken zu viel. Und man muss es tatsächlich 2-mal spielen, bevor man da komplett durchsteigt. Leider eine schwache, eine ganz, ganz schwache Fortsetzung nach einem guten Beginn und nach einer starken Fortsetzung auf Skull Island haben wir jetzt ein Valley von, also ein Tal von Viracocha, was meiner Meinung nach leider steig abfällt. Morgen kommt von mir noch eine extra Fazit-Video, wo ich auch nochmal direkt auf den Vergleich aus den Spielen eingehe und ich würde sagen, das Beste wird sein, wenn ihr euch anhand vom Let's Play oder vielleicht anhand von einer eigenen Erfahrung, geht mal in den Spieleladen, der ein oder andere hat es auch vielleicht offen ausliegen, dass ihr mal eine Partie testen könnt, einfach euch daran ein Bild macht, was denn für euch was sein könnte. Kennt ihr das Tal von Viracocha? Wart ihr schon mit Penny Papers unterwegs? Schreibt doch mal in die Kommentare, was so eure Eindrücke sind oder was ihr jetzt für Eindrücke aus meinem Solo-Let's Play tatsächlich gewonnen habt. Was wäre denn so euer Eindruck im Vergleich oder was wisst ihr von den einzelnen Teilen? Habt ihr es vielleicht sogar schon gespielt? Ich würde mich sehr über Input freuen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Schnappt euch ein kleines Roll and Ride, spielt einfach mal drauf los. Das werde ich nämlich jetzt auch noch eine Runde machen und dann sehen wir uns morgen zum Fazit oder auch in einem der kommenden Videos. Wir freuen uns über einen Daumen hoch, lasst auch ein Abo da und dann sage ich bis bald.